Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial, in dem ich euch erkläre, wie ihr eure selbstgemachten Models aus Maya und 3ds Max in City Skylines reinkriegt. So, ich öffne hier direkt erstmal Maya. Ich habe das Ganze im Maya 2014 gemacht. Hier seht ihr einen kleinen Fahrkartenautomaten von mir. Und ich erkläre euch jetzt ein paar Sachen, auf die ihr auf jeden Fall achten müsst, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Schweres Wort. So. Das erste, worauf ihr achten müsst, ist, geht hier mal bei Settings Preferences, auf Preferences, dann Settings. Diese Einheit hier, die Arbeitseinheiten, die muss auf Meta stehen. Das Ganze ist am einfachsten, wenn ihr es vor Modeln direkt auf Meta stellt und dann so modelt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch nachträglich machen und dann einfach die Skalierung von eurem Objekt verändern. Dann müsst ihr darauf achten, dass der Pivot von dem Ganzen, also der Zentralpunkt, der muss in der Mitte sein von dem Objekt und auf dem Boden. Das geht am einfachsten, indem ihr hier kurz auf Modify Center Pivot geht und dann drückt ihr einmal D für Pivot verändern und X, damit ihr das Ganze auch zentrieren könnt. Und dann setzt ihr das Ganze einfach auf den Boden und tada, fertig. Worauf ihr noch achten müsst, ist, dass das Ganze ein einziges Objekt ist und ein einziges Material hat. Und achtet am besten auch noch schnell darauf, dass ihr das Ganze einfach komplett mittig in eurem Maya habt. Dann gibt es beim Importieren in CitiesX, oh Gott, was habe ich jetzt gesagt? Nein, City Skylines, tut mir leid. Ja, dann gibt es da auch kein Problem. So. Dann geht's ans Exportieren. Exportieren ist einfach hier Export Selection. FBX will das Programm haben. Also geht ihr auf FBX Export, Automat, tada, da habt ihr es. Und dann exportiert ihr die ganze Sache. Und das Ganze müsst ihr dann verschieben in, ich zeig's euch jetzt mal. Nein, ich hab's schon, dankeschön. So, da gebt ihr hier einfach mal AppData ein. Dann wieder zurückklicken auf Local, Colossal Order, City Skylines, Add-ons, Import. Und da habt ihr es auch schon. Da muss die FBX rein und dann habt ihr hier noch eine kleine Datei, Automat. Und das ist bei mir die Textur. Ihr müsst darauf achten, dass die Textur den gleichen Namen hat wie euer File und darunter unterstrich D für die Diffuse Map. City Skylines unterstützt noch ein paar weitere, unter anderem eine Normal Map, eine Specular, eine Alpha, eine Illumination Map, falls ihr irgendwelche Neonröhren basteln wollt. Die Suffixe sind eigentlich alle relativ Standard in der Industrie, also unterstrich D für die Diffuse, dann unterstrich A für eine Alpha-Textur, unterstrich I für die Illumination und unterstrich N für eine Normal Map, falls ihr eine habt. Das Ganze auch einfach in den Import-Ordner reinpacken und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig mit der ganzen Sache. Ich zeige euch das Ganze. Was das File-Format angeht für die Textur, ich habe jetzt hier Ping genommen. Es müsste eigentlich so ohne Probleme funktionieren. Also, dann gehen wir mal rein. So, City Skylines. Was ich noch sagen muss, worauf ihr achten müsst, eben 3ds Max hat ein paar andere Einheiten, was X und Y angeht. So, jetzt gehen wir hier mal Tools, Asset Editor, ein neues. Ja, also kann es sein, falls ihr mit 3ds Max arbeitet, müsst ihr wahrscheinlich bei X das Ganze auf minus 1 setzen, damit das Ganze richtig orientiert ist, wenn ihr es in Cities Skylines reinladet. Zero Size. Was für ein Custom Asset. Okay, schauen wir mal. Erstellen wir einfach mal jetzt ein neues Prop. Continue. Automat FBX reinklicken und da haben wir es auch schon. Da gehe ich jetzt mal auf Continue und da haben wir den ganzen. Das ist der Automat. Da können wir jetzt hier auch kurz das Licht verändern ein bisschen. Also der ist da. Dann können wir sagen Save Asset. Da habe ich ihn schon gespeichert gehabt. Könnt ihr gerne hier den Namen eingeben. Fahrkartenautomat.
Und das Ganze hier nochmal. Zack. Und wenn wir dann jetzt ein neues Asset reinladen können, dann haben wir hier den Fahrkartenautomaten. Und da können wir dann ganz gemütlich unsere eigenen Sachen zusammenbauen. Oder falls ihr jetzt nicht nur einen Automaten habt, sondern gleich ein ganzes Gebäude. Dann funktioniert es dadurch und ja. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut es einfach in die Kommentare und ich bin mal gespannt, was ihr so alles in die Städte reinbringt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.